Hey Leute, heute sprechen wir über die Top 10 Glasrosenkiller im Aquarium. Und wir haben auch den ein oder anderen Geheimtipp dabei. Also bleibt dran. Cory, ich würde sagen, wir fangen mal mit den wirbellosen Fressfeinden an. Erzähl uns mal was dazu. Genau, bei den Wirbellosen würde ich mal sagen, fangen wir an mit einem super Special-Tier. Das ist die Berger-Schnecke. Ist eine kleinbleibende Nacktschnecke. Sind weiß, sind vielleicht so maximal 3 bis 5 Zentimeter groß. Fressen ausschließlich Glasrosen. Also die werden nur dafür gezüchtet, dass man die Glasrosen dann beseitigt. In größeren Becken immer ein bisschen schwierig, weil sie halt so klein sind. Aber wenn es wirklich um Glasrosenvernichtung geht, sind das auf jeden Fall extreme Spezialisten. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man Lippfische drin hat, irgendwelche Garnelen, weil die können da schon als Beute dann enden. Dementsprechend sollte man da ein bisschen aufpassen. Wenn man genügend Glasrosen im Becken hat, vermehren die sich sogar im Becken. Also dann hat man auch eine Zeit lang wirklich einen Nachwuchs und Glasrosen werden nach und nach gefressen. Wenn jetzt mal irgendwann das Becken leer sein sollte, Yves, dann sollte man sie entweder abfangen und absammeln und Freunden geben oder sie gehen halt auf Dauer dann ein. Oder man organisiert sich Glasrosen und füttert die aktiv. Das ist natürlich, natürlich ganz, ganz verrückt, aber das gibt es tatsächlich auch. Ja. Okay, cool. Als nächstes gibt es da verschiedene Garnelenarten, unter anderem die bekannten Lysmata vodemanni. Die sollte man immer in kleinen Gruppen ins Aquarium einsetzen, da fressen die dann die Glasrosen besser. Interessanter Side-Benefit von diesen Vodemanni-Garnelen ist, dass die auch, also es gibt Berichte darüber, dass die auch an Acropora-fressende Strudelwurm-Eier gehen. Ne? Also ganz spannend, das kriegt man, die kriegt man immer schwer raus aus dem Becken, kennst du ja, Cory? Ja. Genau. Als weitere Unterart gibt es die Lysmata cucentali. Mhm. Die wird etwas größer wie die Vodemanni und ist dementsprechend auch dann teilweise einfach ein bisschen besser geeignet, wenn die Fische etwas größer sind. Ne? Genau, gerade bei so Fressfeinden wie zum Beispiel Lippfische oder Korallenwächter. Genau. So ein typischer Fressfeind bei so Garnelen. Also genau. Sind zum Beispiel die größeren Arten wie die Cucentali die bessere. Allgemein da eben noch der Tipp zu den Garnelen und auch den Schnecken. Setzt diese Tiere nach Möglichkeit, nachdem ihr eure Fische und die Bewohner vom Aquarium gefüttert habt, danach einsetzen und optimalerweise auch in der Dämmerungsphase oder wenn das Licht sogar komplett aus ist. Super Tipp, dann können die sich nämlich gleich verstecken ohne und am nächsten Tag, wenn das Licht wieder angeht, ist es so, als wären die schon immer da gewesen. Ja. Genau, so sieht's aus. Jetzt kommen wir zu der Fischkategorie, würde ich jetzt mal so ein bisschen breiter ansagen und da wäre einer der ersten, die man so typisch findet, wenn man nach Glasrosenfressern sucht, den Tankfallenfisch. Ja. Ist ein Fisch, der so ein bisschen lustig aussieht, also sehr ungewöhnlich aussehender Fisch. Hat so ein bisschen hohen Kamm mit dabei, also wirklich mal was anderes. Wird auch nicht allzu groß, also kann man auch in Medium-Becken, würde ich jetzt mal so sagen, einsetzen. Frisst relativ gut Glasrosen, also wenn man den mal einsetzt, am Anfang, so nach Monat, zwei, sieht man so noch gar nichts passiert und dann macht es und alle Glasrosen sind weg. Also das macht er relativ gut. Bei dem ist aber trotzdem zu beachten, es kann mal vorkommen, dass er an LPS geht. Gerade so diese fleischigeren LPS, das ist so das Ding, wo er gerne mal dran geht. Arkans oder sowas, Lobos. Man kann ihn sehr gut als Paar einhalten. Also die lassen sich auch recht gut auseinanderhalten, Männchen, Weibchen. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was man bei diesen Fischen cool machen kann. Mhm. Ja, was kann man denn sonst noch gut? Ja, sonst so ein paar Eigenheiten bei dem Fisch. Er geht sehr, sehr gut an Ersatzfutter. Oh ja. Also er braucht keine Glasrosen. Das ist oftmals der erste, der dasteht, wenn man Granulat absolut füttert zum Beispiel. Ne? Also so ist bei uns auf jeden Fall. Mhm. Wichtig auch zu beachten, den Fisch sollte man nicht mit einem Netz fangen. Oh ja. Unbedingt eine Fischglocke nutzen. Der bleibt euch aufgrund der Widerhaken, die er da an dem Dorn hat, bleibt der euch hängen im Netz und ihr müsst den tatsächlich teilweise rausschneiden. Ja, das wollen wir nicht. Also da Fangglocke ist da, glaube ich, wirklich gut. Ist da wirklich ein guter Tipp. Auch wahrscheinlich verlinken wir unten in der Kategorie. Also wenn ihr eine Fischglocke haben wollt, machen wir auch noch mit rein. Dann machen wir gerade weiter. Machen wir weiter, bei den Fischen. Und zwar mit drei Vertretern aus der Überkategorie Falterfische. Mhm. Da ist natürlich der absolute Klassiker, der Schelmon rostratus, der Pinzettfisch. Everybody's Darling, echt, also ganz beliebter Fisch. Der geht gut an Glasrosen. Allerdings gilt es hier auch zu beachten, dass man dann nicht unbedingt mehr Tridacna-Muscheln halten kann. Das ist dann immer ein bisschen schwierig bei dem. Genau. Da sollte man generell darauf achten, auch wenn ihr den kauft, gerade bei dem Händler vor Ort. Lasst euch zeigen, dass das ein futterfestes Tier ist. Absolut. Und schaut euch auch die Bäuche von den Fischen an.
die sollten nicht eingefallen sein. Gerade speziell jetzt bei dieser Art, weil der eben auch bekannt dafür ist, empfindlich zu sein. Ja, also wie schon erwähnt, einer der tollsten Fische, gerade optisch, also macht mega was her. Es kommt manchmal vor, dass er zwar im Laden frisst, was wir zeigen haben, aber dann bei euch im Becken auf einmal wieder das Fressen einstellt. Toller Tipp, wie man das machen kann. Holt euch ein Ü-Ei, gebt die Schokolade euren Kindern, macht ein paar Löcher rein und dann macht das Futter da rein. Durch seine lange Schnauze, das ist einfach sein typisches Fressverhalten, irgendwo reinpicken. Also gerade dieses Ü-Ei dann irgendwo reingeschmissen mit Futter, da kriegt man ihn wieder relativ gut wieder zum Fressen. Toller Tipp. Dann machen wir weiter und zwar mit noch zwei weiteren Vertretern dieser Kategorie. Und zwar einmal ist das der Chaetodon Kleini. Mhm. Ne? Eigentlich auch ein ganz bekannter Fisch, der wirklich gut an Glasdosen geht. Relativ reef safe kann man relativ genau. Also es gibt immer mal einen Vertreter von jeder Fischart, die irgendwie mal an Korallen rangehen können. Aber mit dem ist man in der Regel gut beraten. Ist so. Auch ein sehr robuster Fisch. Also der hat da absolut keine Probleme, lässt sich von niemandem was gefallen. Den kann man wirklich in großen Gesellschaftsbecken, wo auch schon viel drin ist, gut mit reinsetzen. Ich würde natürlich jetzt nicht reinsetzen in ein Becken, wo ihr auch irgendwelche anderen Anemonen pflegen wollt, weil das wird auf Dauer nicht gut gehen. Also mit so Kupferanemonen oder sowas. Ja. Und dann haben wir zu guter Letzt jetzt bei den Falterfischen noch den Chaetodon Auriga. Ja, auch voll. Ist jetzt persönlich für mich der etwas hübschere Fisch, muss ich jetzt sagen. Ja. Aber ist tatsächlich auch noch einen kleinen Tick problematischer wie der Kleini, was jetzt das Thema anbetrifft, dass der eventuell an andere LPS-Korallen rangehen kann. Was ich aber auch Tolles bei dem Auriga beobachtet habe, also wenn man Glasrosen hat, hat man manchmal auch zum Beispiel noch Manianos im Becken, also Feueranemonen. Und beim Auriga habe ich schon sehr, sehr häufig gesehen, dass er die auch gleich noch mit abpickt. Ah, das ist natürlich mega Vorteil. Das ist echt krass. Als letztes haben wir jetzt noch unseren absoluten Geheimtipp, von dem ihr bestimmt noch nirgends gehört habt. Und zwar ist es ein Schleimfisch, der Scartella cristata. Mhm. Ganz interessanter Zeitgenosse, der jetzt erst frisch praktisch so auf den Markt gekommen ist. Der kommt ursprünglich aus der Karibik. Genau, ich glaube Haiti, um genau zu sein. Genau. Allerdings ist es so, die Nachzuchten davon halten sich deutlich besser als Importe. Mhm. Und deswegen sollte man hier bei dem Fisch auf Nachzuchten setzen. Die wird es auch bei uns demnächst im Shop geben. Das Coole ist, bei den Nachzuchten, da weiß man genau, dass es sich um die Art handelt. Denn in Haiti gibt es relativ viele Schleimfische, die sehr ähnlich aussehen. Und dann kommt man einen großen Import und man denkt, man hat genau die Art erwischt und kauft den und dann macht er gar nichts im Becken. Dementsprechend würde ich immer auf jeden Fall auf die Nachzuchten. Da weiß man genau, dass man die richtige Art hat. Ansonsten finde ich auch sehr cool, man kann Männchen und Weibchen bei dieser Schleimfischart auseinanderhalten. Die Männchen werden, klar, wenn sie klein sind, ist immer noch ein bisschen schwierig, auf Dauer, wenn die etwas älter werden, die Männchen relativ dunkel gehalten. Die Weibchen kriegen etwas helleren Ton mit Rot am Rücken, also super schön. Also für Becken muss man so ein bisschen aufpassen. 12 cm wird er groß, wie so ein Salarias zum Beispiel. Haben wir im letzten Video, verlinken wir bestimmt auch noch irgendwo, das letzte Video. Und dementsprechend, weil er etwas größer ist, muss man natürlich von der Beckengröße, ist jetzt nichts für ein Nano-Becken. Aber generell cool. Neues Highlight. Absolut. Absoluter Geheimtipp. Die nächste und letzte Kategorie, zu der wir jetzt kommen, sind technische Hilfsmittel, die es gibt, um sich den Glasrosen zu entledigen. Ja. Cory, erzähl mal, was gibt's denn da? Also erstmal muss man natürlich sagen, ich würde immer irgendwelche Fressfeinde, wie zum Beispiel die Garnelen, die Fische oder so, einfach ein bisschen unterstützen. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, das zu machen. So, wenn man online liest, gibt es so DIY mit Kalkwasser zusammengemischt, also das ist ein Puderwasser. Die Produkte haben das einfach nochmal auf ein nächstes Level gebracht. Da würde ich mal anfangen mit dem Red Sea Aptasia X. Ist eine dickflüssige weiße Paste. Die haben da tatsächlich sogar ein Patent drauf. Fand ich super interessant, weil ich mich mal da so ein bisschen reingelesen habe. Und zwar ist da ein Lockstoff drin. Etwas, was den pH-Wert sehr hoch hält, also es vernetzt die Anemonen tatsächlich. Also muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, auf andere Korallen nicht drauf bekommt, sondern nur auf die Glasrosen. Wichtiger Tipp dabei, Strömung ausmachen, ganz sehr wichtig. Sehr guter Tipp, absolut. Strömung ausmachen, wenn ihr sowas bekämpfen wollt. Am besten so 15 Minuten, 20 Minuten dann auch auslassen. Und zwar die weiße dicke Paste, da ist auch Spritze und alles dabei. Durch diesen Lockstoff, der da drin ist, wenn man das vorsichtig über der Glasrose so ein bisschen fallen lässt, denkt die, das ist Futter und versucht es dann aufzunehmen. Dann geht es so, schrinkt es so ein bisschen zusammen und dann würde ich noch einen kleinen Haufen sozusagen über der Anemone drüber machen.
Da ist auch eine Spritze dabei, die so mit so einem angewinkelten Auslass, also wenn man zum Beispiel welche an einer Kante oder so von einem Riff irgendwo hat, also lässt sich da richtig gut reinmachen. Und das zweite Produkt ist von Microblift, das ist das Ipeaway. Ähnliches Prinzip, aber andere Inhaltsstoffe. Mhm. Das ist eine klare Flüssigkeit, also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wie viel man reinmacht. Beide haben den Effekt, dass sie den pH-Wert auch steigern, also nicht zu viele Glasrosen auf einmal abtöten. Jeder Hersteller gibt, glaube ich, in den Anleitungen steht drin, wie viele Glasrosen man auf einmal damit erledigen sollte, damit es keine Spikes gibt. Achso, gibt es da? Ich glaube, ich habe es mir, aber clever wie ich bin, habe es mir aufgeschrieben. Beim Ipeaway sind es 5 bis 10 Glasrosen am Tag und bei den Aptasia X war es eine ähnliche Geschichte. Das hat also wirklich was mit KH und pH-Wert zu tun. Also sprich, ihr sollt einfach nicht 20 oder 50 oder 100 Glasrosen, um Gottes Willen, an einem Tag wegspritzen. Das ist einfach nicht gut. Genau. Ich habe mal Berichte gelesen, dass es das mit den Glasrosen schlimmer machen soll. Habe ich so nie Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Also wenn man das wirklich kombiniert hat mit irgendwelchen Fressfeinden, war das immer super. Aber Yves, ich habe gehört, du hast uns noch einen Geheimtipp mitgebracht. Einen absoluten Geheimtipp. Und zwar ist das eine Neuheit auf dem Markt von ITC. Das nennt sich Reef Delete. Mhm. Das ist ein ganz spezielles technisches Gerät, seht ihr hier, das für den Einsatz im Aquarium vorgesehen ist. Okay. Und zwar funktioniert das technisch so, das konzentriert UVC-Licht ganz extrem. Okay. Und damit zerstört man die DNA von Schädlingen, unter anderem eben auch von Glasrosen. Okay, ja. Also könnte man im Prinzip verschiedene Tiere auch noch damit bekämpfen. Richtig, genau. Also du kannst, wie gesagt, Glasrosen damit bekämpfen, Manianus damit bekämpfen, Cyanus damit bekämpfen. Dinoflagellaten gibt der Hersteller tatsächlich auch an. Okay. Klingt aber logisch, ne? Klar, also, natürlich, macht Sinn. Ist auch was mit DNA und das wird dann einfach verbrannt, sozusagen. Okay. Genau, und dann kann man auch allerhand sonst noch unbeliebte Korallen, die sich irgendwo auf Steinen ansammeln, kann man damit entfernen. Okay. Hier ist natürlich auch extrem wichtig zu wissen, man sollte nicht zu viel auf einmal am Tag machen, weil die Belastung für das Becken natürlich schon da ist, wenn da jetzt lebendes Gewebe getötet wird und abstirbt sozusagen. Mhm. Das belastet natürlich die Wasserqualität an sich. Okay. Genau. Wichtig bei diesen ganzen Methoden ist da nämlich auch noch zu erwähnen, dass man gleichzeitig den Einsatz von Aktivkohle machen sollte, um die Giftstoffe auch, jetzt haben wir gerade viele Anemonen abtötet zum Beispiel, dass die Gift- und Nesselstoffe noch aus dem Becken rausgezogen werden. Genau. So. Okay. Gibt es für mich als Anwender da irgendwas, worauf ich achten muss? Ja, genau. Danke, dass du es erwähnst. Bei jedem ITC Reef Delete ist eine Schutzbrille dabei. Ist extrem wichtig, die bitte aufziehen, dass ihr euren Augen nicht schadet. Okay, cool. Ja, da haben wir echt eine schöne Mischung. Ich glaube, wenn man da ein Paket aus Fressfeinden, Mitteln, Technik macht, dann sollten Glasrosen bei euch im Aquarium kein Thema mehr sein. Absolut kein Thema mehr. Vielen Dank fürs Reinschalten in unser Top 10 Glasrosenvernichter-Video. Mhm. Alles, worüber wir geredet haben, packen wir euch in die Kommentare. Wenn ihr andere Themen habt, die ihr von uns nochmal besprochen haben wollt, schreibt es ruhig rein. Liken und subscriben. Und am besten noch die Glocke läuten.